Hier sind zwei Sachen für Gunsurker. Ich weiß. Diese ganzen, ich hab dir auch zwei vorgelesen. Ach, du bist echt eine Nase, das gibt's doch nicht. Ich hab schon wieder keine Lust mehr mit dir zu spielen. Das, überhaupt nicht hat, eigentlich. Weiß er auch nicht, ne? Was? Diese ganzen Mod-Dinger für die DLC-Klamotten. Warum die hier mal drin liegen, auch wenn man so. Moment, für die was? Hä? Für die was? Diese Psycho-Class und. Wie Moment, ich hab's in 30, beziehungsweise in 29 Videos tatsächlich. Dich dazu bringen können zu verstehen, dass es sich um Psycho und Mikromanza um DLCs handelt? Nee, ich habe das nochmal nachgelesen auf Wikipedia. Ah, okay, ich war schon ein bisschen schockiert. Die habe ich nicht geglaubt. Ich habe ja auch mal auf Lehramt studiert. Das hätte mich schon irgendwie sehr gewundert, wenn ich es geschafft hätte, dir das beizubringen. Sonst hätte ich damit ja nicht aufhören müssen. Da hat die Welt aber auch wirklich Glück gehabt, dass du das nicht weiter verfolgt hast, den Plan, ey. Ja, die Welt würde ich jetzt nicht sagen. Also. Doch, weiß nicht, wie weit so jetzt eine Klasse am Ende reicht. Also, es geht ja am Ende nur um die Klassen, die ich unterrichtet hätte, deren Eltern, deren Freunde, deren Vorgesetzte und Arbeitskollegen, Angestellte möglicherweise. So weit aus wie möglich und. Ja. Ich weiß nicht, ob es am Ende die ganze Welt gewesen wäre, weißt du? Toll. Hab ich super hingekriegt. Was hast du ja super hingekriegt? Wer schießt dich denn da? Niemand. Man redet nicht schlecht über Tote. Nee. Natürlich nicht. So, wo müssen wir denn, haben wir denn die, haben wir die Volleybälle alleine ersaufen? Haben wir natürlich nicht. Bitte was? Auch nicht über Leute, die ihn alleine ersaufen. Das hat doch kein Mensch gemacht. Niemand hat sich jemals über Leute lustig gemacht, die ihn alleine ersaufen. Das ist ja ein schlimmes Thema. Wie komme ich nach oben hin? Ich will den. Bitte? Regnet's bei dir? Es regnet gerade nicht, nein. Aber könnte jederzeit wieder losgehen. Okay. So, und ich darf wieder den Volleyball hier oben sammeln, ne? Da tust man wieder gar nichts. Ich versuche den ja auch gerade zu finden. So, den einen habe ich gefunden. Versuch's ihn zu finden. Was ist das denn hier? Das Scheitern gleich schon wieder mit in den Satz. Da sehe ich sie doch alle. La 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 la. What? Oh, ich glaube. Douse net with gas. Was will er? Douse net with gas. Was ist das für ein Net? Ach, das weißt du doch nicht. Nee, deswegen frage ich doch. Was ist das schon wieder für eine blödsinnige Äußerung? Weißt du was, ich finde, wir sollten einen Hit-Counter in unsere Videos einfügen. Jemand, der angibt, wie oft wir uns gegenseitig schon beleidigt haben. So wie die Punktezahl ist, sozusagen. Ich finde das ganz witzig. Könnte man machen. Aber allerdings würde das dazu führen, dass wir uns die Videos im Nachhinein nochmal angucken müssen. Das möchte ja kein Mensch, ne? Das möchte ja kein Mensch. Ach so, das Volleyballnetz mussten wir kaputt machen. Anzünden, ne? Ach du Schande. Shirtless Man. Das ist ja mal eine ganz interessante Gangsterbeschreibung. Oh. Ach, es war gar nicht so pfiffig, dich da wieder zu beleben. Es ist immer pfiffig, mich wieder zu beleben. Nicht, wenn es nicht klappt. Weil der Shirtless Man hier einen auf harten Mann macht. Ja, vielen Dank. Hättest du mal ein bisschen. Weißt du, was du eigentlich hättest machen sollen? Du hättest den ersten Shirtless Man nicht umbringen sollen, hätte ich ihn nämlich abkrallen können, wäre selbst wieder am Leben gewesen. Hättest du ja gar nicht geschafft alleine. Natürlich hätte ich das geschafft. Du musst mal ein bisschen die Augen aufmachen, ne? Und merken, was passiert. Das ist ein undankbares Stück. Das weißt du auch nicht erst seit heute. Kotzt mich doch alles an hier. Oh, bist du endlich auch gestorben? Können wir zusammen jetzt Händchen halten, da wieder hingehen? La 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 la. Welche Melodie ist das? La 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 la. Ja. Ich kenne die, ich weiß es aber gerade nicht. Das ist die Schlümpfe. Stimmt.
Die müssen dieses blöde Lied immer singen. Ständig. Ich bin wieder zurückgelaufen, versehentlich. Ist das nicht witzig? Ist das nicht eine witzige Sache? Eine witzige Sache, Halle. Ist das nicht witzig? Ist das nicht lustig? Im Kreis gelaufen, wolltest du sagen, oder was? Nee, ich bin einmal hin und einmal wieder zurückgelaufen. Ach so. Im Kreis kann man das nicht nennen. Ja, ja gut, im weitesten Sinne im Kreis. Oh, gibt's hier wieder frische Ratte? Ja, wenn es eigentlich nur eine Linie war, war es eigentlich so eher im engsten Sinne, ne? Aber... ja. So, finish off shirtless men. Also erst, also wir müssen den Leuten hier richtig den Spaß verderben. Ja, erst müssen wir die Volleybälle wegnehmen, dann müssen wir das Zelt abfackeln, dann müssen wir die Beachvolleyball spielen, dann oben ja. ohne Leute abknallen. Ich meine, wie fies ist das denn? Tja, einen haben wir schon, zwei Stück gibt's wohl noch. Mhm. Mindestens zwei, sag ich mal. Da sehe ich doch einen. Und der ist auch schon fast hinüber. Dann nehme ich mir den. Dann ist aber auch Level 13, ne, sind die. Hast du jetzt gleich wieder Angst, ne? Puff. Oh, das war mal ganz knapp daneben. Und Level up. Du echt, hast ja auch schon... Achso, nee, du hast noch Level 12, alles klar. Dann ist ja alles... Dann spielen auch nur... Order has been restored. Ja, ja. Die aber nicht angehen, dass du... Klatsch ich gleich noch irgendwem einmal auf den Hintern, dann bin ich auch Level 13. Level 13 Chauvinist, oder was? Nichts sagt so gut, gute Arbeit, wie ein netter Klaps auf den Hintern. Turn in. Tja, wollen wir nochmal zurückkehren? Ja, ich denke, wir müssen wieder zu der dicken Frau. Oder beziehungsweise zum Typen, der bei der dicken Frau ist. Ja. Vielleicht ist es der dicke, vielleicht ist es der dünne Mann von der dicken Frau. Mhm. Spann lange Hansel, Nudel, dicke Dirn. Denkst du, bist du alles schürfst für mich? Bist du aber nicht. Find dir widerlich. Oh, denkst du, findest wirklich jeder hier, dich findet wirklich jeder hier geil? Ist aber nicht so, ganz im Gegenteil. Oha. Ach Gott, noch einer? Ja, beleb mich, mach mich erstmal heile. Du hast mehrere große Scheiben in dir drin, Schicken. Das ist echt total ätzend. So, können wir den... Schade, ich dachte, wir könnten den vielleicht rausschießen und den Wagen an uns nehmen. Ich hab den Wagen kaputt geschossen. Ich auch. Einen Skillpoint habe ich wieder, sehe ich. Aber das mache ich gleich. Ist bei mir genauso. Catch a ride! Oh nein, hier sind Spinnen. Ich möchte keine Spinnen. Hier ist ein Schleimigen. Einer hinter uns her. Ich ignoriere die Spinnen jetzt. Ich will keine dreckigen Spinnen an mir haben. Bam! Bam! Lass mich in Frieden, Spinne. Alter, der Spider-Man King, den tue ich mir nicht an, oder? Kommt der mit hier rein? Was ist das denn? Ach, das hat mich angegriffen und ist von meinem Schild gestorben. So eine Babyspinne, weißt du? Ich schieße ihm mal in den Arsch. Mach das mal, ein Arsch kommt, glaube ich, deutlich besser als in den Kopf, weil... Kann man ja echt, kann man sich ja dumm und dämlich schießen, da passiert ja nichts bei. Das ist auch schon wieder an meinem Schild zerplatzt. Ich habe gerade ein neues gefunden, auch so ein Spike-Ding wieder. Das ist ja cool. Ist ja ganz lustig schon, ne? So, jetzt möchte ich meinen Skillpoint verwerten. Erstmal hole ich mir jetzt die Belohnung ab hier. Waddeln. Was habe ich denn hier eigentlich noch? Locken. Rewards. You can be my wingman. Ich kann auch neue Sachen hier machen. Asbestos. That's asbestos. That's asbestos. Reduces the duration of status effects on you, such as being on fire, corroded, electrocuted or slagged. Mhm, und das da? I'm the Juggernaut. Kill skill. Killing an enemy reduces all damage you take for a few seconds. Das klingt doch gut. Gekauft. Ich habe gestern übrigens Max Payne 3 gespielt und erstmal eine Weile ferngesehen mit ihm.
Captain, oh, Captain, ja. Baseball Bat, irgendwas. Fand ich ganz witzig. Ja. Ich habe hier einen Reward schon wieder. Schon wieder? Ja, obwohl ich noch nicht mal mit dem gesprochen habe. Ja, dann machen das anscheinend reicht, dass wenn das einer macht. Offensichtlich. Heavy Machine Gun. Mhm. Silver Spinnigan. Nehme ich doch mal. So. Ja, oh, wobei ich die Sachen bei Max Payne 2 fast lustiger fand, die im Fernsehen liefen. Oh, das kenne ich nicht. Da lief nämlich mehr oder weniger Max Payne selber. Aha, echt? Ja, unter irgendeinem anderen Namen. Ich weiß gerade nicht mehr, wie er hieß. Aber okay. Und auch noch andere Sendungen. Aber es gab... Oh, hier ist ein Hebel. Kann man da dran ziehen? Natürlich, man kann an jedem Hebel ziehen. Was passiert jetzt? Fragst du mich? Müllpresse. So, Killer. Kill Skill. Killing an enemy gives you bonus critical hit damage and reload speed for a few seconds. Precision improves your accuracy with all gun types. Ach ja, wir sind schon Idioten, ne? Wieso? Ach, hier ist ja auch so ein Catch-a-Ride-Ding. Catch-a-Ride! So, ich spawne nochmal ein Vehicle, allerdings möchte ich eine andere Farbe wählen diesmal. Ich möchte nämlich wieder Pink. Pink? Ja, ja. Ich sag doch, dass du ein fernes Mädchen bist. Nee, das ist für dich. Weil du ganz am Anfang gesagt hättest, du würdest jetzt homosexuell genug aussehen. Weißt du? Ich kann mir gar nicht vorstellen. Das klingt ja fast so, als hätte ich homosexuell als das Schlechtes verwendet. So, tschüss, ne? Oh, da sind sie ja schon wieder. Ich bin aber falsch hier, warte mal. A damn fine rescue. Get past Bloodshot Gate. So. Genau. Da müssen wir wieder honken gleich. Du verlierst ja schnell die Kontrolle über das Gerät, wird die Cut hier. Was? Das Gerät wird die Cut. Verstehst du wieder nicht, ne? Da schießt einer auf uns. Ja, wir traveln jetzt. Keine Ahnung, wovon du mir gerade erzählen möchtest, ehrlich. Also ein Kumpel von mir hatte mal einen Verstärker. Und da war importiert. Ja, jetzt hör noch mal zu, es ist witzig. Ja, dann kannst du mich auch am Arsch lecken, kannst du mich mal. Ich bring dich jetzt zu deinem Bruder zurück hier. Zu meinem Bruder? Ja. Hier. All bloodshoddy. Zum Schwein. Das ist das Schwein. Das ist die Katze. Was ist das? Das ist die Katze. Kennst du das? Nee. Das ist ein Bombenspiel. Du könntest ja auch mal ruhig sein, ne? Nein. Sonst setze ich dich beim Schwein wieder ab. Der kleine, mein Name geht dich gar nichts an, du Schlampe, möchte bitte aus dem Kinderparadies abgeholt werden. wie kommen wir da jetzt rein? Ja, ich schätze mal, wir steigen einfach aus und gehen rein. Das ist aber blöd. Ja, genau. Da haben wir euch aber auch überlistet, ne? Naja, das kann man wohl so sehen. Wer zieht mir denn hier so viel Energie ab? Der Typ, der Badass-Nomade mit dem Schild hier. Den habe ich natürlich übersehen. Aha. So, komm, du gehst jetzt mal schön drauf. Banderas! So, der ist hinüber. Ich muss mal kurz die Sachen holen hier. Ich brauche das Hells. Er hat doch Hells fallen lassen. Hier ist Hells. Was? Kommt doch von alleine auch wieder. Oder? Bei dir nicht? Nee. Oh. Bam! Was hat der denn da? Der hat Leichen auf das Schild gebunden. Das ist ob. Badmo. And his merry midgets. Ja, das ist alles überhaupt nicht krank. Alter! Warum bist du so schlecht heute? Weil ich gestern gesoffen hab. Sagst du auch noch so, als wäre das. Als wäre das. Alter, der ist aber wirklich. Der ist aber wirklich groß gewachsen, wa? Ja, der ist nicht. Zumindest nicht klein, ne? Ah, ist super, ich bin out of ammo, das ist ja perfekt. Gutes Timing, ja. Wer hat denn hier so eine dicke Kanone?
Bad Maw vielleicht? Ne, da ist noch so ein Arsch. Boah, ist die genau, diese Waffe. Meine Fresse, ist die genau. Boah, die ist ja so genau. Wie genau ist sie denn? Ja, überhaupt nicht. Der ballert mit seiner dicken Schrotflinte hier um sich, ne? Kannst du ihn mal woanders hinlocken vielleicht? Dann schieße ich ihn von hinten mit der Sniper in den Kopf. Mach mal. Ja, so geht's natürlich nicht. Also dann schieße ich ihn gleich von hinten mit der Sniper in den Kopf. Zack, zack. Jetzt du, jetzt du. Ich sehe ihn nicht mehr. Da. Ah, das ist kein... Seinen kleinen scheiß Flachschädel nicht getroffen. Oh, 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 da Zeug, ein Out of Ammo. Ist hier irgendwo eine Ammo-Station? Keine Ahnung. Was weißt denn du? Kann gerade nicht denken. Muss laufen. Ist hier irgendwelche Fässer, die man mal abknallen könnte? Ja, hier um die Hütte rum standen, glaube ich, welche. Ah, super. Oh Mann, da hat er mir aber einiges. Da hat er mir aber eine gezimmert, doch. Mein Schild sieht ihm ganz gut was ab, habe ich das Gefühl. Aber ich sterbe trotzdem. Er ist fast kaputt. Ja, er ist fast kaputt, aber ich sterbe. Bin trotzdem tot. Aber vielleicht kann ich jetzt Munition kaufen hier? Ne? Gibt es hier Munition für den Matthias? Wo bist du denn, Hase? Nö, gibt's nicht. Ich will gerade ganz schnell hier das da gegen das da tauschen. Bist du denn? Ah, da bist du. Oh, Haus. Der hat mir aber ein Schild echt in einem Schlag weggehauen. Ja, ja. Der ballert hier voll eine rein mit seinem großen Ding da. Mit seinen kleinen Midgets. Ich möchte nicht von kleinen Wüchsigen geschlagen werden. Achso, die sind schon kaputt, ich sehe es, ja. Ja, lass mich in Frieden. Ich schmeiß mal meine drei Granaten auf ihn. Oh, toll. Kannst du mich mal schnell wiederbeleben? Schieß ihn. Warte, ich hab, ja, ich hab ihn. Hab ihn. Alles gut. Das ist Elegant Torment. Oh, hübsche Waffe. 71. Das ist nicht schlecht. Oh, ich bin voll, verdammt. Möchtest du? Ich kann sie dir lassen. Das sagst du doch nur so. Nein, ich kann sie dir wirklich lassen. Ich gönne anderen Leuten was. Ich freue mich dafür. Mhm. Ich schmeiß mal was weg. Ich erfreue mich dafür all der anderen Dinge, die ich heimlich gesammelt habe. Nein. Bin ich immer noch voll. Ich habe doch eine weggeschmissen. Ja, manchmal, wenn man, wenn ich glaube, wenn man durch so Belohnungen Sachen kriegt, dann kriegt man mehr, als man eigentlich tragen kann. Mhm. Und dann muss man mehr wegschmeißen, als man möchte. Was ist denn das für eine Waffe? Was hab ich denn hier für Waffen? Oh, hier sind noch, hier liegen noch ein paar coole Waffen. Skirmish Repeater. Fine Widowmaker, 88 Schaden, wie geil ist das denn? Aha. Die Power Shot, die machen alle relativ gut Schaden hier. Ich muss mal kurz das wegwerfen. Was ist denn das? Das ist nur so eine kleine Pistole hier, ne? Ja, das hier ist auch nur eine Pistole. Ach, das, die ich gerade geworfen habe. Ich nehme das Ding erstmal. Drop, wie sieht das, das aus? Ist auch nicht gut, Drop. Nehme ich mal den feinen Widowmaker mit. Kann ich hier wieder nicht swappen. So. Raus aus diesem Menü. Ah, hat nur 7 Schuss. Schießt hier schon wieder irgendwer? Ja, das war ich. Ich dachte gerade. Ständig ist hier irgendwer am, am Schießen. Laserbrains. Ich verstehe gar nicht genau, warum der Kollege Jonas dieses Spiel mag.
Der Kollege Jonas wollte nämlich immer kein Diablo spielen, weil er sagt, Hack and Slay ist nichts für ihn. Aber ich meine, das Spiel ist ja nichts anderes. Das ist Hack and Slay. Es ist nur eben das Ganze mit Waffen. Was dann Shooter heißt. Ja, aber es ist schon etwas anders als der Shooter. Du hast diese Skills, das ist also diesen starken Rollenspielanteil. Du hast die ganzen Waffen, die du sammelst und verbesserst und alles Mögliche. Das ist ja schon wie so ein Rollenspiel, nur Sci-Fi. So, wie sieht's eigentlich mit Lags aus heute? Geht's einigermaßen? Ja, bis jetzt geht's ganz wunderbar. Hervorragend. Allerdings würde ich gerne mal kurz eine kleine Pause machen. Ja, von mir aus. Was so? Wie spät haben wir es denn? Ich wollte nur mal eben an Baum gehen im Garten draußen, weißt du? Ah, okay, alles klar. An Baum gehen. Gut, ja, dann sehen wir uns hier gleich wieder. Genau. Also, bis dahin, tschüss. Jo.